Kurz nach Bekanntwerden einer Kundgebung der AfD in Grimma, die sich prominente und arg umstrittene Verstärkung in Form von Björn Höcke und Andreas Kalbitz holt, regt sich in Grimma Widerstand. Johannes Heine von den Freien Wählern meldete die Gegendemonstration an und erhält dafür Rückenwind von Grimmas Stadtchef Matthias Berger. Gemeinsam luden sie am 17. August zu einem Planungsabend in den Grimmer Rathaussaal, wo Heine erstmals über Situation und Beweggründe aufklärte. Die AfD hat 4 Veranstaltungen angemeldet hier in Grimmer. Das ist ihr gutes Recht, so eine demokratische Partei. Aber Papier. Sie ist nicht verboten. Und demzufolge können sie das. Und es wäre mir auch scheißegal, was jedenfalls in der Vergangenheit, hat mich nicht interessiert. Und da bin ich nicht hingegangen. Aber diesmal mit Herrn Höcke und Herrn Kalbitz, die ja wirklich extremistisches Gedankengut verbreiten, das darf man so sagen, denke ich, ist der Zenit etwas überschritten. Und es ist nicht nur meine Meinung, sondern auch andere sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir müssen was machen. Berger möchte ein Statement von den Bürgern und sprach von zunehmendem Hass zwischen den politischen Gegnern. Inhaltliche Auseinandersetzung fehlt und wird durch generelle Ablehnung ersetzt. Gute Politik ist für etwas. Und die Politik, in der man diskutiert, man muss dagegen sein. Gegen die anderen, ohne eigene Konzepte sagen, es ist ja auch das Einfachste. Und das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Die Ideen, die wir suchen, sollen Ideen sein, wo wir auf eine charmante, pfiffige Art und Weise einfach mal sagen, so würden wir uns das vorstellen. So würden wir uns mal inhaltliche Auseinandersetzung vorstellen und nicht, wir sehen gegen das, was ihr bietet. Das ist so der Ansatz. Deswegen sind wir hier, und das ist nochmal praktizierte Demokratie. Die hier sind, die sind nicht repräsentativ, ich sehe auch viele. Also Spitzenkoppeln und so, die ganze Jugend, die haben da alle ihre persönlichen Präferenzen, das ist so wichtig. Das soll es auch sein. Aber das sollten wir stark genug sein, zusammenzuhalten und zu sagen, das ist nicht unser Stil. Wir kümmern uns so immer die Sachlichkeit, die Inhaltlichkeit vor uns herzutragen, egal von welcher Seite wir kommen. Circa 40 Bürger kamen in den Rathaussaal, darunter auch AfD-Stadtrat Helmut Devecis und der AfD-Kreischef Edgar Naujuk. Die mussten sich Diskussionen und Fragen stellen, unter anderem, warum sie sich mit diesen 2 Mitgliedern der AfD hier präsentieren wollen. Ausweichende Antworten in der Folge mit der Gegenfrage, warum die AfD-Mitglieder per se als Extremisten bezeichnet werden. Ex-AfD-Mitglied Hubertus von Belo richtete danach mahnende Worte an die Altparteien. Wenn ihr euch positionieren würdet zu Themen wie Gender oder Mittelstand oder Verkehrsgängelung, dann wäre die AfD überflüssig. Wir haben seit 2013 das Problem, dass gerade im Landtag völlig falsch mit diesen Parteien umgegangen wird. Wenn man sie mit Faschisten beschimpft oder sagen wir mal mit Rassisten oder Fremdenfeinden, das mag ja im Teil richtig sein, aber die Auseinandersetzung, die hätte es gebracht. Erst mit der Auseinandersetzung macht man solche Leute wieder sozusagen überflüssig. Und bei der Veranstaltung, wo Höcke hier war, habe ich mir sehr genau überlegt, ob ich da hingehe. Natürlich hätte man mich vereinbart, dann hätte ich auch für Höcke. Nee, bin ich nicht. Deswegen habe ich erstens die Partei verlassen. Du weißt ganz genau, warum ich da raus bin aus dem Laden. Das ist einfach radikalisiert. Das ist uns entglitten. Das ist ein Monster geworden. Also, was hilft? Ignorieren, 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 ignorieren. Das ist mein dringender Rat. Ansonsten politisch sich auseinandersetzt, aber nicht gleichzeitig, wenn die hier tagen. Die Ideensammlung kam an dem Abend nicht richtig in Gang, aber Impulse waren da und die deuteten auf ein zweites Fest der Demokratie wie zur letzten AfD-Veranstaltung in Grimma hin. Was genau stattfinden wird, darum kümmert sich nun ein kleines Team von Freiwilligen. Kerstin Köditz erinnerte auch an eine vergangene NPD-Demo in Grimma, die eher von der Gegenseite dominiert wurde. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Bilder erzeugen. Es war auch das eine Jahr, haben wir wirklich der NPD komplett den Rang abgelaufen. In der bundesweiten Presse waren die Leute drin, die sich mit dem Rücken den Nazis entgegengestellt haben. Also mit dem Rücken zu den Nazis standen wir damals mit Kerzen und wir haben die eigenen Bilder erzeugt. Also wir müssen nach starken Bildern auch
suchen, wenn wir nicht wollen, dass die mediale Berichterstattung über Grimma dann bundesweit nur eben Höcke, Kalbitz, Meyer, Turnau und wie sie alle heißen, dann darstellen, sondern wir brauchen ein starkes Bild. Was spricht denn jetzt eigentlich gegen so ein Fest der Demokratie zum Beispiel auf dem Nikolaiplatz, wo man sagt, dass das eben auch von einem breiten Bündnis unterstützt wird? Da gibt es ein Kulturprogramm, was da im Detail dann kommt, das muss man dann nochmal besprechen. Ich kenne jetzt auch Herrn LKW ehrlicherweise nicht, was da möglich ist, aber das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, denn das sind einfach so die praktischen Dinge, die irgendwann schwierig werden. Wo kriege ich eine Bühne her, wie kriege ich die Technik her und so weiter. Und ich habe ehrlicherweise auch keine Lust, dass es darauf hinausläuft, dass wir hier irgendwann mal zwei Veranstaltungen dann haben, weil wir uns irgendwie nicht einig werden, weil wir unbedingt den Linksextremismus jetzt noch ins Zentrum setzen wollen. Es geht auch ganz klar darum zu sagen, hier kommen eben Leute in die vertretenen Positionen, das akzeptieren wir als Grimmer oder Sie als Grimmer, ich als Lauenhofer dann entsprechend nicht. So, und dazu mache ich ein Fest der Demokratie, eben, nämlich mit denen, die dazu bereit sind. Er appellierte auch, eventuelle weitere Bewegungen wie Leipzig nimmt Platz in der Gegendemonstration abzufangen, dass keine weitere Demonstration entsteht und alles zu kleinteilig wird. Berger befürchtet damit aber politische, trojanische Pferde von außen. Das hohe Ziel der inhaltlichen Auseinandersetzung wird wohl auch am 28. August nicht möglich sein. Eine direkte Diskussion ist an einem solchen Tag wohl auch nicht zielführend. Einigkeit bestand in dem Aufzeigen, dass man sich mit den Positionen der AfD nicht einverstanden zeigt und das eben mit starken Bildern statt mit Worten. Deutlich wurde das nach einem Vorschlag von AfD-Stadtrat De Vecchis, dass die Demonstranten doch in das Stadion der Freundschaft ziehen sollen, worauf Heine nur entgegnete, das wird so nicht passieren. Sie sollen uns sehen und uns auch wahrnehmen.